Hey Hans hier von newgadgets.de und bin gerade auf dem Mobile World Congress 2015 und schaue mir hier am Stand von LG die neueste Smartwatch von dir an, und zwar die LG Watch Urban. Und die sieht hier sehr elegant aus. Wir haben hier die goldene Version, gibt es auch noch in Silber. Da werde ich euch noch verschiedene Modelle zeigen. Hier auch noch mit Lederarmband, gibt auch noch eins mit Silikonarmband für die etwas Sportlerinnen unter euch. Oder auch mit Metallarmband, was mir dann persönlich ein bisschen besser gefällt. So, einmal hier die richtig elegante Version, die können wir ja auch gerne mal hier kurz anziehen. Ich habe hier auch noch eine normale Armbanduhr und da seht ihr von der Größe auch wirklich passend. Sieht wirklich sehr schön aus. Es gibt natürlich hier die Möglichkeit, dank Android Wear auch verschiedene Watchfaces sich auswählen zu können. Hier. So, je nachdem, was ihr eben lieber mögt. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, es auszuwählen. Verbindet sich natürlich mit Android über Bluetooth 4.0. Saugt auch nicht so viel Akku. Gehen wir mal kurz auf die technischen Daten ein. Also als Display hier Diagonal von 1,3 Zoll. Das ist ein Full Circle PoLED Display. Und als Prozessor kommt hier ein Qualcomm Snapdragon 400 zum Einsatz mit 1,2 GHz. Von Speicher 512 MB Arbeitsspeicher und 4 GB Speicher für den Benutzer. Als Akku haben wir hier 410 mAh, das sollte auf jeden Fall für einen Tag ausreichen. Wie gesagt, Bluetooth 4.0 LE, um das mit eurem Smartphone zu verbinden. 9 Axis Sensor, also 9 Achsen, um eure Bewegungen zu tracken, beispielsweise ein Gyroskop, ein Beschleunigungssensor, ein Kompass, aber auch, wie man hier auf der Rückseite sehen kann, ein Herzschlagsensor und natürlich auch noch ein Barometer. Die Straps, also hier beispielsweise gerade das Lederarmband, sind austauschbar und universell. Also hier seht ihr es auch, 22 mm. Könnt ihr einfach auf eBay schauen oder in einschlägigen Shops, wo man so etwas herbekommt. Da könnt ihr euch ganz verschiedene Armbänder besorgen. Ich weiß nicht, ob LG die auch anbietet, aber das findet ihr dann vielleicht auch noch im Shop. Ich zeige euch auch noch verschiedene Modelle, die LG hier bereitstellt, also mit verschiedenen Straps und die verschiedenen Farben, beispielsweise Silber, was ich jetzt auch persönlich vielleicht ein bisschen besser finde als Gold. So, das ist hier die neue LG Watch Urban, die jetzt hier auf dem Mobile World Congress 2015 das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Macht einen sehr guten Eindruck, muss ich sagen. Wirkt sehr elegant, wenn man sie hier am Arm hat. Vor allem hier Gold mit braunem Lederarmband. Das sieht schon sehr cool aus, muss ich sagen. Also, wir sind im Bereich der Smartwatches hier auf dem richtigen Weg, muss ich sagen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie einfach hier unten in den Kommentaren. Ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Und jetzt gibt es auch noch ein paar Impressionen von den anderen Modellen mit Leder und Metall und auch Silikonarmbändern.